Christina und Luca Henny sind das Let's Dance Traumpaar. Nun erwarten sie ihre erste Tochter. Doch genau das ist der Grund, warum sich die Schwangere jetzt zurückzieht. Sie lernten sich 2020 kennen, als Luca Henny als Promi-Kandidat bei Let's Dance antrat. Mit Tanzpartnerin Christina, damals noch Luft, erreichte er den dritten Platz. Privat haben beide jedoch wesentlich mehr gewonnen, nämlich einander. Seit dem vergangenen Jahr ist das Paar sogar verheiratet. In wenigen Wochen erwarten sie ihre erste gemeinsame Tochter. Doch ausgerechnet die Schwangerschaft bzw. was damit einhergeht, sorgt bei Christina Henny nun für schlechte Laune. Christina Henny, so fies lästern ihre Fans auf Instagram ab. Stolz nahm die Tänzerin ihre Instagram-Follower, innen bisher mit durch die Schwangerschaft. Sie zeigte ihren Bauch, berichtete von Arztbesuchen und der allgemeinen Babyvorbereitung. Doch seit einiger Zeit wurde es immer ruhiger auf ihrem Account und Baby-Updates gab es nur noch selten. Jetzt meldet sich Christina Henny mit einem Statement zurück und erklärt, Instagram macht mir in letzter Zeit überhaupt keinen Spaß mehr. Es gibt zu viele Theorien. Gemeint sind damit die Spekulationen, um den Geburtstermin oder darüber, ob das Baby nicht vielleicht längst auf der Welt sei. Auch Zwillinge sollen der Tänzerin bereits attestiert worden sein, nur eben leider nicht vom Arzt, sondern von neunmal klugen Fans. Doch auch Bodyshaming-Kommentare muss die 34-Jährige zuhauf lesen. So heißt es unter einem ihrer neuesten Bilder, auf dem sie stolz den Babybauch anfasst, die Arme ist aber auch sehr rund geworden. Hoffentlich wird sie es wieder los. Ganz schön daneben. Christina Henny macht Schluss mit Social Media. Kein Wunder, dass die Tänzerin bei solchen Kommentaren keine Lust mehr auf die Plattform hat. So sehe ich jetzt nun mal aus und das bin immer noch ich, sagt sie weiter in ihrer Story und wünscht sich zukünftig weniger Fokus auf ihre Schwangerschaft und ihren Körper. Instagram ist im Moment ein Ort geworden, mit dem ich mich manchmal nicht so wohl fühle und der mir manchmal nicht so gut tut. Deswegen ziehe ich mich da zurück. Traurig ist das vor allem für jene Fans, die gespannt mit der Tänzerin mitfiebern und ihr immer treu zur Seite standen. Denn schließlich sind nicht alle FollowerInnen so fies. Viele verteidigen die werdende Mama, indem sie auf die Kommentare antworten und darauf hinweisen, wie unangebracht diese sind. Doch auch für diese Fans gibt es eine Plattform. Viel aktiver sind wir tatsächlich im Podcast. Dort könne Christina einfach viel freier reden. Und das sei auch besser für die mentale Gesundheit. Und die ist sowieso das Wichtigste.